Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Dead Space. Eben gerade haben wir gesehen, wie ein Captain ausgelutscht wurde und ja, wir machen einfach weiter mit der Lutschorgie. Mich wundert's, dass hier in diesen Fahrstühlen keine schöne Musik läuft. So Fahrstuhlmucke halt. Max Last 2500 Kilogramm. Alles nochmal nachladen, besser ist das. Auch nachladen. Die Waffe gefällt mir bis jetzt am besten. Nur für die habe ich auch am wenigsten Munition. Ha, hätte man beinahe übersehen. Mir fehlt so ein schnell umdrehen Ding. Medipad klein und hier haben wir Audiolog, die mag ich. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsstrahl uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Dekontaminationssequenz aktiviert. Bitte warten. Nicht bewegen. Und die gleich oben durch die Decke. Um Gottes Willen, jetzt habe ich mich echt erschreckt. Arschloch. Das war doch pure Absicht hier. Na, will noch irgendwo einer rauskommen? Noch wer was zu melden, meine Güte. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Die Kontamination ist beendet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Jo, war gut. Danke fürs Duschen. Ich fühle mich so sauber. Ich frage mich, ob Videospielecharakter, während wir unsere Rechner aushaben und wir gespeichert haben und dies und das und jenes, ob die dann überhaupt noch gut schlafen können. Oder ob so ein Isaac hier voll die Albträume schiebt. Schiebst du Albträume, mein Freund? Oh yeah, ist das wieder so eine Luftluke? Speichern. Ende der Schwerelosigkeit. Sehr cool. Deswegen lädt er auch gerade so lange. Eintritt Schwerelosigkeit. Kann ich nochmal springen? Ich habe da gerade ein Vieh gehört. Da oben. Ich will nur nicht, dass irgendwas hinter mir ist. Das geht mir um den Sack.
Na, geht doch. Ne, hinter mir ist echt nicht schön. So, wie kann ich nochmal fliegen? Scheiße. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Die Taste war es nicht, die ist zum Nachladen. Die war es auch nicht. Ah, die war es. Machen wir hier so eine Gordon Freeman Nummer. Hä, setzen Sie Stase ein. Auch gar nicht weiter. Hm. Oh Gott, da wird's ja blöd im Kopf. Zentrifugenantrieb offline. Bitte bringen Sie das Generatormodul manuell an und kehren Sie dann zu dieser Station zurück. Das war das, was ich gerade versucht habe. Ich muss ich ja da vorne. Hier die Stase. Oh nein, wo? Wo? Ich sehe es nicht. Da unten. Wie, du lebst noch. Alter, wie viele Schüsse brauchst du denn eigentlich noch auf deinen Schwanz? Das ist ja abartig. Oh, du bist so ekelhaft. Du bist so ekelhaft. Toll. Und dafür habe ich jetzt Stase aufgegeben. Generatormodul angebracht. Zentrifugenantrieb offline. Bitte bringen Sie das Generatormodul manuell an und kehren Sie dann zu dieser Station zurück. Na gut, dass ich sowas noch in meinem Gepäck habe. Zentrifugenantrieb wiederhergestellt. Ja, da wird man blöde. Piu. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich wird mit planetarer Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Boah, cool. Achso, ich habe keine Luft. Keine Luft. Da habe ich gerade nicht aufgepasst. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Und ich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Scheiße. Ich bin das erste Mal gestorben. Oh, ich bin so doof. Ja, das hat mich gerade doch so ein bisschen überrascht. Oh, das ist so anstrengend für die Augen. Aber da, nein, das ist jetzt nicht meine Ausrede. Das hat mich trotzdem gerade ganz schön überrascht. Oh, was geht denn hier so lange? Zentrifuge aktiviert.
Gravitationsausgleich für die planetare Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyro-Antrieb sind beide stabil bei 100%. Folgen Sie mir doch, und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Zermarscht, zermarscht. Ein geiler Sound. Puh, jetzt kann ich auch speichern, ne? Ja, Gott sei Dank, ich kann speichern. Besser ist es. Alter, jetzt habe ich mich erschreckt, ohne Flachs, Leute. Erstmal auf dem Knotenpunkt geholzt. Was war das? Um Gottes Willen. Das war ja gerade ganz schön überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet. Puh, da ist mir so ein bisschen die Pumpe gegangen. Mach's wie ein Lemming. Ich habe manchmal das Gefühl, man wird hier bestraft, wenn man Sachen einsammelt. So. Habe ich einen? Ja, ich habe einen Knoten. Ich mache weiter beim Plasma-Cutter. Was haben wir denn hier? Tempo. Damit wird ihr Tempo... toll. Kapazität, Tempo, ich will eigentlich Schaden. Naja, hilft ja nichts. Und weiter. Jetzt hat meine Knarre Tempo. Oh, 1000 Credits. Wo waren die Credits? Warte immer noch darauf, dass irgendeiner mal aus dem Fahrstuhl kommt. Zweiter Stock, bitte. Isaac, hörst du mich? Ja. Ich bin's, Kendra. Sie haben mich angegriffen. Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor sie den Planeten angebohrt haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das sie auf dem Planeten gefunden haben und das sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer.
Was habe ich denn im Inventar? Im Safe. Das ist nur die Plasma-Scheiße. Es gibt aber auch nichts in diesem Shop, was ich echt geil finde. Hier, diese Knoten, die muss ich irgendwann mal kaufen, aber jetzt noch nicht. So, weiter. Dann mach auf hier. Oh, sowas wieder. Eintritt Schwerelosigkeit. Von da bin ich gekommen. Ja, leck mich. Ich hau eh ab. Kann ich nicht rein? Alter, dieses Vieh. Alter, stirb einfach. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Ich brauche erstmal wieder Sauerstoff. Ende der Schwerelosigkeit. Schnell. 2. 1. Ich hab's doch gerade gepackt. Oh. Oh, ich glaube, ich bin zu müde. Ich krieg gerade gar nichts geschissen. Ich mach trotzdem nochmal weiter. Ein Versuch noch. Bin aber fertig. Ist mit Laden. So. Aber bevor wir das machen, gehen wir hier kurz zurück. Und ich will einen kleinen Cut machen. Einfach nur, damit es dann leichter ist zum Schneiden. Also, liebe Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und bis dann.